Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 12, erste Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz über das nationale Naturmonument Grünes Band Hessen. Wird eingebracht von der Umweltministerin. Priska, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen wird mit dem Gesetz zum Grünen Band, das heute in erster Lesung beraten wird, Teil des größten europäischen Naturschutzprojektes. Damit schützen wir die Artenvielfalt, die sich im Schatten des Eisernen Vorhangs ungestört entwickeln konnte. Die Wälder, Hecken, die blühenden Wiesen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze sind ein lebendiges Denkmal, das uns an den Schrecken der Teilung und die Freude der Wiedervereinigung erinnert. Diese Kombination ist einzigartig, und deswegen wollen wir sie als nationales Naturmonument für die Nachwelt sichern. Und, meine Damen und Herren, es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben, über dieses Vorhaben zu sprechen, als jetzt unmittelbar vor dem Tag der Deutschen Einheit. Das Grüne Band ist ein Zeichen für Hoffnung und steht für die Versöhnung zwischen feindlichen Systemen ebenso wie für die Versöhnung mit der Natur. Deswegen ist heute, während ein furchtbarer Angriffskrieg Europa erschüttert, auch der genau richtige Zeitpunkt, dieses Vorhaben voranzutreiben. Auf 260 km Länge wird das Grüne Band einige der wertvollsten hessischen Schutzgebiete wie den Rheden von Obersuhl, das Rote Moor oder die Orchideenbuchenwälder im Werra-Meißner-Kreis verbinden. Besucherinnen und Besucher können hier auf über 8.200 Hektar eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt erleben, z.B. den Schwarzstorch, Wanderfalken, den schwarzen Apollofalter oder Arnika und Wollgras. Neben den bestehenden Naturschutzgebieten und Naturwäldern in der Zone Eitz des Nationalen Naturmonuments sind auch die grenznahen FFH- und Vogelschutzgebiete Teil des Hessischen Grünen Bandes, und diese bilden die Zone 2. Dazwischen liegt ein schmales Band entlang der Grenze, die Zone 3, in der wir alle Eigentümer und Bewirtschafter dazu einladen, unsere Förderangebote aufzugreifen und uns dabei zu helfen, hier einen einzigartigen Biotopverbund zu vervollständigen. Und ich will ausdrücklich sagen, in der Zone 1 des Nationalen Naturmonuments sind vorhandene Naturschutzgebiete, die vorhandenen Naturwälder, auch die Kommunal- oder Privatwaldbesitzenden, auch die haben bereits Bereiche in Naturschutzgebieten oder in Naturwäldern. Und nur die werden zur Zone 1 dazugehören. Und wir haben in Hessen ja gute Erfahrungen mit großen Schutzgebieten gemacht, beim Nationalpark Kellerwald ebenso wie beim Biosphärenreservat in der Rhön. Und dort erleben die Gemeinden, und deswegen konnte der Nationalpark Kellerwald jetzt auch erweitert werden, dass ein Schutzgebiet von nationaler Bedeutung ein Magnet für Besucherinnen und Besucher ist, dass es dienlich ist für sanften, nachhaltigen Tourismus und damit auch ein Impuls für die regionale Entwicklung. Meine Damen und Herren, wir haben die Region früh in unsere Überlegungen einbezogen. Die Landrätinnen und Landräte, Bürgermeister, Forst- und Landwirtschaft und Naturschutz mit persönlichen Gesprächen und Informationsveranstaltungen und Wanderungen durch den Teil des künftigen Nationalen Naturmonuments. Und es gibt eine große Bereitschaft, sich am Grünen Band zu beteiligen. Und wir wollen die Chance aktiv aufgreifen, mit Förderung der Orte für die Erinnerungskultur und den Naturschutz. Applaus.
ein Novum ist, dass Hessen als erstes westdeutsches Bundesland sich in das grüne Band einreihen wird. Da können wir dann auch stolz drauf sein. Wir schaffen damit ein Schutzgebiet, das uns mit Ländern vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer verbindet, quer durch Europa. Wir erinnern damit an die deutsche Wiedervereinigung und setzen damit auch ein Zeichen der Hoffnung über Hessen hinaus, ein Zeichen, das wir alle dringend brauchen in Europa in dieser Zeit. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, vielen Dank. Ich öffne die Aussprache. Die Frau Kollegin Heime, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Es ist immer wieder schön, vor allem für die Umweltministerin, wenn sie neue Naturschutzflächen ausweisen, einen Nationalpark erweitern oder die finanzielle Unterstützung eines Umweltprojektes verkünden kann. Das finden wir auch gut. Es ist nur die Frage, ob das reicht, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. So wie sich unsere Naturräume in den letzten Jahrzehnten verändert haben, ist die Antwort nein. Der Erhaltungszustand vieler Naturschutzflächen ist schlecht, wie unsere Große Anfrage zur Bilanz der Biodiversitätsstrategie in Hessen offenbarte. Die Landesregierung ist noch weit davon entfernt, den Artenschwund auf Wiesen, Feldern und Äckern zu bremsen oder gar zu stoppen. Außerdem von Frau Ministerin Hinz werbewirksam in Szene gesetzten Erfolge bei einzelnen Arten hat sich bei dem Erhaltungszustand fast aller Naturschutzflächen aber dramatisch verschlechtert. Insektensterben, auch in den Naturschutzgebieten, Vogelsterben, jetzt Fischsterben. Durch den Klimawandel kommen uns ganze Lebensraumtypen abhanden. Feuchtgebiete, ja, Flüsse wie die Nidda fallen zeitweise trocken. Hessen verfehlt alle selbstgesetzten Ziele im Arten- und Biotopschutz. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, über die historisch wichtige Bedeutung des Grünen Bandes hinaus ist der Flächenschutz innerhalb des Europäischen Biotopverbundes absolut wichtig. Wir unterstützen beide Ziele ausdrücklich. Aber wenn wir in allen anderen Bereichen einfach wie gewohnt weitermachen, ist die Unterschutzstellung von Flächen, um die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu sichern, wie es im Gesetz heißt, eine absurde Idee. Das betrifft vor allem die Landwirtschaft, den Verkehr, die Gebäudenutzung, aber auch die Menge und Art unseres materiellen Konsums. Seit Jahrzehnten werden diese drängenden Themen hier debattiert. Sie stehen in Reden, Pressemitteilungen und Plänen der aktuellen Regierung. Aber es gibt kaum Fortschritte bei der Umsetzung. Was ist aus der angekündigten Pestizidstrategie geworden? Was ist aus dem Ziel geworden, die Neuinanspruchnahme von Äcker, Grünland und Wald auf 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren? Wie ist der Fortschritt bei der energetischen Gebäudesanierung oder dem Gewässerschutz? Noch immer ist die Werra der salzigste Fluss Deutschlands. Mit keinem Naturschutzprojekt der Welt lassen sich die negativen Wirkungen von Intensivlandschaft, Flächenversiegelung, CO2-Freisetzung, Ressourcenverbrauch und Flussversalzung ausgleichen. Ohne den sozial-ökologischen Umbau all dieser Bereiche bleiben Naturschutzgebiete wie das Grüne Band Symbolpolitik. Was man aber mindestens erwarten könnte, ist, dass im Grünen Band versammelten Fläche auch wirklich dem Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutz dienen. Aber was liefert da die grüne Ministerin ab? Außer in der Schutzzone 1 dürfen auf Ackerflächen und Wäldern der anderen Schutzzonen Düngemittel, Pflanzen
und Holzschutzmittel jeder Art verwendet werden. Um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, das waren die Forderungen der AfD und FDP heute Vormittag. Agrochemie aus der Intensivlandwirtschaft haben auf Naturschutzflächen nichts verloren. Es ist ein starkes Stück, dass Ministerin Hinz uns auf die planmäßige Vernichtung von Insekten auf Naturschutzflächen als Erfolg verkaufen will. Ich gebe Ihnen einmal Nachhilfe. In der Quedlinburger Erklärung zum Grünen Band des Bündnis 90, die Grünen aus 2020, heißt es, ich zitiere, in ganz Europa verlieren wir durch intensive Landwirtschaft fruchtbare Böden und Artenvielfalt. Mit ihrem massiven Einsatz von Gülle und Pestiziden ist die industrialisierte Landwirtschaft zu einem der größten Treiber des Artensterbens geworden. Zitat Ende. In Sachsen-Anhalt feiern es die Grünen als Erfolg, dass im grünen Band keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürfen. In Hessen und Thüringen schafft es diese wichtige Forderung nicht ins Gesetz. Wenn Sie es mit dem Insektenschutz auch nur ansatzweise ernst meinen, müssen Sie den Einsatz von Pestiziden auch in hessischen Naturschutzgebieten untersagen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Okay, dann komme ich zum Schluss. Machen Sie sich ehrlich und sagen Sie den Menschen, was wir machen müssen und was Sie tatsächlich umgesetzt haben. Bekennen Sie endlich Farbe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Heime. Jetzt hat das Wort die Abg. Lena Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn ich heute in meinem Wahlkreis, in meiner Heimat unterwegs bin, dann fahre ich so selbstverständlich von Wanfried nach Treffurt, von Friedewald nach Bad Salzungen oder auch von Bad Soden-Allendorf nach Lindewerra. Trotzdem habe ich ihn immer noch, den Gedanken. Hier vor etwas über 30 Jahren war einmal eine praktisch unüberwindliche Grenze. Und dass zuerst die Menschen und dann auch die Politik diese Grenze eingerissen und unser Land wieder vereint haben, bleibt ein politisches Wunder, und es bleibt das vielleicht größte Glück, das unsere Heimat jemals zuteil wurde. Und die Erinnerung an Teilung und Trennung aufrecht zu erhalten und gerade jüngeren Generationen den Wert der Einigung und europäischen Integration ins Gedächtnis zu rufen und jüngeren Generationen auch zu vermitteln, bleibt daher politische Aufgabe. Und wir wollen mit diesem Gesetz dabei mithelfen und einen Beitrag leisten, dass wir ein Band des Zusammenhalts, der Bewegung und des Austausches schaffen, wo uns über 40 Jahre eine Grenze getrennt hat. Und diese Aufgabe zu erfüllen, Erinnerungen wachzuhalten, Begeisterung zu wecken und damit auch den Tourismus in der Region zu stärken. Das ist ein Teil dessen, was dieses Gesetz leisten soll. Und gleichzeitig erfüllen wir einen weiteren, ganz wichtigen Zweck. Durch die Ausweisung eines bandartigen Naturmonuments schaffen wir einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung von Biotopen. Und es ist ein bemerkenswertes Zeichen und Signal, dass man sich einmal vergegenwärtigen muss. Wo einst Flächen mit brachialsten Methoden freigehalten wurden, um im Zweifel fliehende Menschen besser erschießen zu können, ist die Natur zurückgekommen und hat auf der Asche dieser Tragödie einen wertvollen, fast einmaligen Lebensraum für eine Tier- und Pflanzenwelt geschaffen, die sonst oft kaum noch eine Nische und Heimat findet. Es ist eine große Aufgabe. Wir schaffen hier mit dem Naturmonument das zweitgrößte Schutzgebiet Hessens nach dem Nationalpark Kellerwald. Und gleichzeitig ist es doch ganz anders als der Nationalpark. Wir wollen hier keine Strukturen verändern und zurückführen, sondern das Vorhandene erhalten. Und diesem Ziel dient gerade auch die Zonierung.
wo heute Naturschutzflächen sind, so z. B. stillgelegte Staatswaldflächen, sichern wir diese mit dem Gesetz in Zone 1 und stellen sie unter strengen gesetzlichen Schutz. Wo heute z. B. FFH-Gebiete eine nachhaltige Grünlandbewirtschaftung oder einen besonderen Schutz der Wälder vorsehen, schaffen wir mit Zone 2 die Rahmenbedingungen, um diese Offenlandflächen zu erhalten oder Waldflächen zu pflegen und naturschutzfachlich aufzuwerten. Und wo schon zu Teilungszeiten und bis heute Ackerbau betrieben wurde, soll das in Zone 3 auch zukünftig so bleiben. Wir haben deshalb auch Wert darauf gelegt, dass hier ganz ausdrücklich geregelt wird, dass Pflanzenschutz und Düngung dieser Flächen weiterhin im Rahmen der guten fachlichen Praxis möglich sind. Das ist nicht nur eine Frage von Eigentumsrecht, sondern auch eine Verantwortung für die Sicherstellung der Ernährung und auch der Lebensmittelversorgung. Und wo der Bergbau von Kali und Salz die Grenzregion geprägt hat, bleibt diese Nutzung auch vollumfänglich möglich. Denn auch K+S gehört untrennbar zur historischen Geschichte dieser Region. Wo der Erhalt und die Aufwertung der Flächen besondere Maßnahmen erfordern, wollen wir diese auf dem Weg der freiwilligen Kooperation und auch des Vertragsnaturschutzes weiter umsetzen. Das ist der erfolgreiche hessische Weg. Kooperation statt Konfrontation. Und deshalb haben wir auch diesen Vorrang noch einmal ganz deutlich im Gesetz aufgenommen. Und dazu als Sicherheitsnetz eine klare Regelung für Entschädigung und Erschwernisausgleich. Brauchen wir für die Sicherung der Naturschutzinteressen punktuell doch eine Beschränkung des Eigentums oder wird eine Land- und forstwirtschaftliche Nutzung durch dieses Gesetz maßgeblich eingeschränkt oder erschwert, haben die Eigentümer oder auch die Pächter einen Anspruch auf Ausgleich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, die Landesregierung hat hier eine sehr gute Initiative ergriffen und einen wunderbaren Vorschlag gemacht. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und bin optimistisch, dass wir hier eine gute und wichtige Aktivität für meine Heimat, für die osthessische Grenzregion entfalten können. Vielen Dank, liebe Lena Arnold. Jetzt kommt die Frau Abg. Wiebke Knell, FDP. Wiebke, auf geht's. Hilfe. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das grüne Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze ist zweifellos ein einzigartiges Projekt. Das grüne Band ist Teil einer Erinnerungskultur, denn es erinnert an die Teilung Deutschlands und die damit verbundenen Folgen. All das Unrecht, die Bedrohung, die vom Unrechtsstaat für die Bürger ausging. Und das grüne Band ist auch das erste gesamtdeutsche Naturschutzprojekt. Die Erhaltung der wertvollen Naturwälder, die Erhaltung der Erinnerungskultur, das unterstützen wir auch als Freie Demokraten ganz ausdrücklich. Aber, meine Damen und Herren, die Umsetzung dieses Gesetzes stößt völlig zu Recht auch auf Kritik. Kritik einerseits am Verfahren. Das Verfahren ist eine politische Stillosigkeit. Und das Verfahren ist auch ein Schlag ins Gesicht der betroffenen Flächeneigentümer. Wir als Parlament haben den Gesetzentwurf am vergangenen Mittwochabend per Eilausfertigung erhalten. Mit Kartenmaterial sind das 499 Seiten. Das alleine ist schon unsäglich. Aber dass Sie für Regierungsanhörungen zu kurze Fristen wählen, das waren ja wieder auch mal nur 4 Wochen, gerne auch entweder in den Ferien oder in der Haupterntezeit, das hat ja mittlerweile System im Umweltministerium. Ich muss es ja wirklich in jeder Rede kritisieren. Das weiß jeder. Das war auch bei der Jagdverordnung mal wieder so. Bei der Düngeverordnung im kommenden Wochenende ist wieder so. Ja, aber der eigentliche Skandal ist Folgendes. Es werden mit dem Gesetz weitgehende Einschränkungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen beschlossen. Und in Zone 1 sind ja Forstwirtschaft und Jagd vollständig verboten beispielsweise. Und die betroffenen Waldbesitzer, die wissen davon noch gar nichts. Die haben sie nämlich nicht informiert. Das ist nicht falsch. Ich habe nämlich mit Ihnen gesprochen. Im Beschluss der Umweltministerkonferenz aus 2019 steht klar und deutlich im Dialog mit den Akteuren vor Ort, soll das grüne Band als nationales Naturmonument ausgewiesen werden. Im Dialog mit den Akteuren vor Ort.
Ich habe erst vergangenen Freitag mit einem der Waldbesitzer gesprochen, der da mit 100 Hektar Wald betroffen ist. Das hat er vom Hessischen Waldbesitzerverband erfahren und nicht etwa von der Landesregierung. Ich kann auch gerne den Kontakt nach Vera Meißner da mal herstellen. Das ist ja auch mein Betreuungskreisverband. Ich verstehe das wirklich nicht, wie das hier so dargestellt werden kann, als wären die Leute vor Ort mit eingebunden gewesen. Und derjenige weiß nicht einmal, ob in seinem Wald jemand war, um die Fläche zu vermessen. Das weiß der Waldbesitzer nicht einmal. Und das muss ja so sein, weil irgendwo muss ja auch dieses Kartenmaterial herkommen. Also, Frau Ministerin, da frage ich mich schon, sieht so der Dialog mit den Akteuren vor Ort aus? Finden Sie das nicht irgendwie problematisch? Ich finde schon. Das ist ein skandalöses Verfahren, und es zeigt, dass es Respekt vor privatem Eigentum in dieser Landesregierung überhaupt nicht mehr gibt. Das ist vollständig abhanden gekommen. Neben dieser Kritik am Verfahren wurde auch inhaltliche Kritik in der Regierungsanhörung an Sie herangetragen. Sie wählen einen hessischen Sonderweg mit der Umsetzung. Es ist ja schon gesagt worden, dass Thüringen und Sachsen-Anhalt bereits entsprechende Gesetze verabschiedet haben. Erstens weisen Sie drastisch mehr Flächen aus als z.B. in Thüringen. Wir haben 8.500 Hektar in Hessen, die betroffen sind auf 260 Kilometern der ehemaligen Grenze. In Thüringen sind es 500 Kilometer Grenze mehr, aber 2.000 Hektar weniger, die betroffen sind. Da stimmt auch irgendwas nicht in der Rechnung. Und da stellen sich die betroffenen Verbände zu Recht auch die Frage, warum das eigentlich so sein sollte. Und zweitens ist Hessen auch das einzige Land, welches drei Schutzzonen ausweist. Die Gesetze in Thüringen und Sachsen-Anhalt enthalten weder Schutzzonen noch verbieten sie die forstliche Nutzung. Und auch die landwirtschaftliche Nutzung wird nicht in der Form eingeschränkt wie in Hessen. Meine Damen und Herren, dieses Verfahren ist wirklich, das ist eine politische Stillosigkeit, das ist ein Schlag ins Gesicht der betroffenen Flächeneigentümer. Inhaltlich gibt es noch sehr viel Bedarf nachzuschärfen an diesem Gesetz. Und Sie setzen mal wieder auf Ordnungsrecht anstatt auf Vertragsnaturschutz. Und deswegen freue ich mich auf die Anhörungen im Ausschuss und auf die weitere parlamentarische Beratung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Knell. Jetzt kommt der Abg. Gernot Grumbach, SPD-Fraktion. Herr Noth, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich gestehe, es gab wenig Gesetzesberatungen und Umfeld, die mich so verwirren wie dieses, weil es passt einfach nichts zusammen. Ich lasse mal einen Moment die Kollegin von den LINKEN raus, die ein Grundproblem angesprochen hat, das wir natürlich mit dem Bereich des Grünen Bandes nicht lösen. Aber da ich, wie Sie wissen, zu der Schule gehört, die sagt, wir müssen auf der ganzen Fläche verbessern, würde ich das gerne vertagen, wenn wir mal wieder über Flächen insgesamt reden. Aber was mich verwirrt ist, ich habe den Text gelesen, ich habe mich an 2,5 Nächten durch lange Anhänge gewühlt, und habe die Rede der Ministerin und ihre Rede, Frau Arnold, gehört. Und gleichzeitig mit der Einbringung des Gesetzes ist mein Mailfach hochgedonnert mit Mails und Mails, die etwa in der Richtung von der Kollegin von der FDP sind. Und ehrlich gesagt, mein Problem ist, es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Und ich weiß, also ich weiß nicht, was los ist. Ich sag das so, weil ich hin und her gerissen bin, weil natürlich ist, als ich den Beschluss zum Grünen Band die ersten Ideen fand, fand ich das eine geniale Variante, eine Chance zu nutzen, die uns die Geschichte gegeben hat, und sie so zu nutzen, dass die Geschichte nicht drin verschwindet, sondern dass sie Geschichte und Naturschutz und Biotopverbund sozusagen in einem geht. Da bin ich ja voll bei dem Gesetz. So. Und dann, ich bin übrigens auch dafür, anders als die Kollegin Knell, diese Zonen zu machen, weil ich war schon mal in Politik involviert, als wir das Biosphärenreservat auf den Weg gebracht haben gemeinsam, wo genau die Schutzzonen und das Drumherum ein guter Puffer waren, um sozusagen den Innenbereich gut zu schützen. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist in der Tat, dass ich zum Beispiel gestern Abend fast von den Reden nichts gehört habe, weil einer nach dem anderen von Landwirten,
Landwirten und Waldbesitzern bei mir und sagt, das geht so nicht. So. Und mein Problem ist, und das ist das, was mich verwirrt, es passt nicht zur Rede, es passt nicht zur Beteiligungsrede. Irgendwas ist schiefgelaufen, und ich glaube, Sie werden an der Stelle nacharbeiten müssen. Ich sage das mal so freundlich, weil es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass Sie sagen, alle sind beteiligt, und alle, mit denen ich rede, sagen, ich war nicht beteiligt. Da stimmt was nicht. Und ich war, also ich will gar nicht bösartig formulieren, sozusagen, dass Sie die Unwahrheit erzählen oder solche Dinge, sondern da hat was nicht funktioniert. Und ich kann mir im Moment tatsächlich nicht erklären, was nicht funktioniert hat. Und ich sage Ihnen sehr freundlich, es wäre klug, weil ich halte das Projekt für wichtig, dort nachzuarbeiten, und zwar jenseits der formellen Strukturen. Weil das nicht unser Job zu vermitteln, sondern ich fände es gut, eine große Konferenz, was auch immer zu machen, mit Waldbesitzern, mit Landwirten, wo man das öffentlich diskutiert und austauschen kann, weil wir brauchen doch die Unterstützung all der Menschen. Und es reicht einfach nicht, nur ein Gesetz zu machen, sondern wir brauchen mehr. Und ich habe das Gefühl, Sie haben den einen Teil, der Entwurf ist perfekt, gut gemacht, auf der anderen Seite aber den anderen Teil irgendwie nicht ordentlich gemacht. Und da müssen Sie nacharbeiten. Und das wäre meine Bitte, weil sonst wird das Projekt wieder eins, wo wir Jahre streiten um jede Einzelheit. Und ich hätte mir gut vorstellen können, dass wenn man einen frühen, großen Prozess gemacht hätte, dass von Waldbesitzern bis zu Landwirten alle gesagt hätten, so wie wir es machen, ist es gut. Und ich glaube, die Chance verpassen Sie gerade. Und meine Bitte ist, versuchen Sie, das nachzuarbeiten, weil das Projekt ist zu wichtig. So. Der Rest, glaube ich, werden wir noch einmal in der Anhörung bereden müssen. Da geht es darum, dass ein Teil der Bedenken juristische Bedenken sind. Das kann ich nicht beurteilen. Die Frage ist, wie das Bundesnaturschutzgesetz sozusagen die Regelungen für die Nichtkernzonen sozusagen brechen kann. Das verstehe ich nicht. Wenn das ein Problem, also müssen wir einfach noch einmal nachchecken, weil es gibt die These, das Bundesnaturschutzgesetz ist härter als Ihre Formulierung. Ich würde immer sagen, ich finde das Drei-Zonen-Modell gut. Wenn das nicht so funktioniert, wie Sie es aufgeschrieben haben, müssten wir nacharbeiten. Aber das wird die Anhörung, glaube ich, ergeben. Das wäre ganz wichtig, weil natürlich so ist, dass nicht alles gleich behandelt werden kann, sondern es da Unterschiede geben muss. Alles in allem, wir sind auf einem spannenden Weg. Aber irgendwer muss noch was tun, und ich fürchte, es muss die Regierung sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Nächste Rednerin ist die Frau Abgeordnete Vanessa Gronemann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Ja, es wird Sie nicht wundern, dass ich mich natürlich der Freude der Umweltministerin über dieses Gesetz zur Ausweisung des Nationalen Naturmonuments des Grünen Bandes auch anschließe, und das war ausdrücklich. Und ich möchte hier für dieses Haus festhalten, Herr Grumbach, Sie haben auch gesagt, inhaltlich stimmen Sie dem ja auch so zu. Das finde ich sehr gut, denn es ist ein guter Tag für den Naturschutz, nicht nur in Hessen, sondern auch in Europa. Wir bekommen 8.250 Hektar gesetzlich geschützte Fläche für den Naturschutz und damit eine riesige Biotop-Verbundfläche, die in ihrer Form und in ihrer Art einzigartig ist. Das Grüne Band ist aber nicht nur wegen des Naturschutzes und des Artenschutzes ein wichtiges Projekt. Ich selbst bin im September 1989 geboren, und wie alle Leute in meiner Generation, ich habe das Glück, in einem wiedervereinten Deutschland herangewachsen zu sein. Das heißt, ich kenne aus meiner persönlichen und meiner eigenen Erfahrung, dass das Leid und die Schmerzen, die die Teilung Deutschlands verursacht hat, nicht. Was ein Todesstreifen ist, musste ich glücklicherweise selbst nie erleben. Aber ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig es ist, gerade an diesen Teil der deutschen Geschichte zu erinnern, und warum das ist enorm wichtig ist und dass gerade das diesen Wert des Grünen Bandes auch ausmacht. Es sind diese Erinnerungsorte, die den Wert unserer Demokratie nachvollziehbar machen, sie verständlich machen, warum es sich lohnt, für die Demokratie einzutreten und das immer wieder und sie zu verteidigen.
die Besonderheit des Grünbandes, dass hier dieser Teil der deutschen Geschichte sichtbar und erlebbar wird und gleichzeitig die Natur, die Lebensräume, die sich entlang des Todesstreifens entwickelt haben, geschützt werden. Früher durch eine Mauer und den Todesstreifen getrennt, ist es heute die Natur, das grüne Band, das Deutschland miteinander verbindet. Hessen, und das hat die Ministerin vorhin ja auch schon erwähnt, ist das erste westliche Bundesland, das sich mit der Ausweisung als nationalem Naturmonument am grünen Band beteiligt. Und ich finde ebenfalls, meine Damen und Herren, das ist ein Punkt, auf den wir stolz sein können. Im Prinzip geht es um einen Dreiklang. Wir schaffen einen grenzübergreifenden Biotopenverbund mit Thüringen und schützen damit Arten und Lebensräume. Wir fördern die Erinnerungskultur, vor allem an den kulturhistorischen Orten wie Point Alpha und den Orten des Wanfrieder Abkommens, und stärken gleichzeitig aber auch die touristische und landwirtschaftliche Entwicklung in den drei Landkreisen und 21 Kommunen entlang des Grünen Bandes. Und im Gesetz haben wir dafür rund 2 Millionen € in 2023 und 2024 vorgesehen. Mit der Ausweisung als nationalem Naturmonument werden die Lücken im Schutzgebietsnetz geschlossen. Mit ca. 260 km entlang der hessisch-thüringischen Grenze von Neueichenberg über Hersfeld-Rotenburg bis hin nach Ehrenberg im Landkreis Fulda und insgesamt 8.250 Hektar Fläche wird sich das Land an dem größten Artenschutzprojekt Europas beteiligen. Das Grüne Band verläuft durch unterschiedlichste Landschaftstypen. Es ist ein Biotopverbund, der in Europa einmalig in Größe und in Vielfalt ist. Und das sollte hier auch nicht unerwähnt bleiben. Das haben wir vor allem auch der Initiative und dem Engagement des BUND zu verdanken. Das langfristige Ziel hin zum UNESCO-Welterbe, das teilen wir ausdrücklich. Und Hessen will heute seinen Teil dazu beitragen. Den ersten Schritt machen wir auch heute mit der Einbringung. Und ich möchte vielleicht die letzten Sekunden noch einmal kurz nutzen, um auf die Punkte, die hier gesagt worden sind, noch einmal einzugehen. Ich meine, wir werden uns mit dem Gesetz auch noch auseinandersetzen, also näher auseinandersetzen. Wir werden die Anhörung haben, wo wir die Fragestellen auch noch einmal aufgreifen können. Und Frau Knell, ich meine, Sie haben hier aus der Regierungsanhörung teilweise ja zitiert. Und ich finde es schön, dass wir alle mit dem Waldbesitzerverband auch noch einmal telefoniert haben. Aber Sie wissen, dass die Beteiligung an der Stelle auch stattgefunden hat. Zu der Frage der Zonierung, warum es in Thüringen und Sachsen-Anhalt nicht der Fall war. Wir haben das Gesetz in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist entstanden, bevor es das Insektenschutzgesetz auf Bundesebene gab. Dieses Gesetz gibt es jetzt, und deshalb müssen wir uns auch an den Vorgaben, die darin enthalten sind, halten. Und das tun wir, und das tut die Landesregierung auch mit diesem Entwurf. Ich möchte, Frau Kollegin, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Okay, dann komme ich auch hiermit zum Schluss. Wir werden uns ja noch weiter damit auseinandersetzen. Ich freue mich auf die Beratung und ich freue mich auf dieses Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Gronemann. Nächster Redner ist der Kollege Gerhard Schenk von der AfD. Bevor es wieder Aufregung gibt, er hat mich vorher gebeten, dass er ein Buch zeigen darf. Die Genehmigung, die Erlaubnis habe ich ihm gegeben, unter der Voraussetzung, dass er das Buch nicht vorliest. Also, zeigen darf er es. Ne? Gut, bitte sehr. Herr Präsident, ich bedanke mich auch für Ihren Humor. Und verehrte Damen und Herren, im Rahmen der Begründung des Gesetzes zum Grünen Band Hessen wird ausgeführt, dass es der Erinnerung an die mit der Teilung Deutschlands verbundenen Folgen und zur Bewahrung einer Kultur der Erinnerung diene. Und das ist hier ein bisschen kurz gekommen bei der ganzen Geschichte. Und Frau Knell, ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre ausführlichen Darstellungen und dass hier im Grunde genommen doch 8.250 Hektar entlang der Grenze zu Thüringen unter Naturschutz gestellt werden, eben unter verschiedenen Kategorien, und dass die Planungshoheit in 21 betroffenen Gemeinden davon tangiert bzw. sie sind davon, die ist entzogen, und die Eigentümer sind sozusagen der Nutzung ihrer Grundstücke natürlich auch stark eingeschränkt, sogar bis hin dazu, dass sie ausgeschlossen worden sind. Und nicht ein einziger Quadratmeter, Frau Hinz, nicht ein einziger Quadratmeter dieses hessischen Grünen Bandes war jemals
also Teil dieser lebensgefährlichen Grenze mit Selbstschussanlagen und Todesstreifen. Worauf also gründet sich denn Ihre Erinnerungskultur? Wo ist der Anknüpfungspunkt, frage ich Sie. Sie machen hier wieder so ein grünes Projektchen, habe ich so das Gefühl. Gell? Der eiserne Vorhang verlief ausschließlich auf dem Territorium der sowjetischen Besatzungszone hier in Mitteldeutschland. 40 Jahre eingesperrt. Hat der Fluchtversuch aus der Ostzone, wie sie also immer hieß, nicht wenigen Deutschen das Leben gekostet oder langjährige Gefängnisaufenthalte eingebracht? Und daran sollte man ja mal erinnern. Thüringen hat schon 2018 den Grenzstreifen zum Naturmonument gemacht. Und da ist es ja auch einigermaßen berechtigt. Und Frau Knell hat das ja prima ausgeführt. Und auch dort ist es natürlich eine ideologiegetriebene umweltpolitische Aktion, die dort stattgefunden hat. Zur Klarstellung will ich mal hier sagen, also die Aufrechterhaltung der Erinnerung an diesen menschenverachtenden Nachkriegsterror wird von uns vorbehaltlos unterstützt. Dazu gehören zum Beispiel ganz anschaulich die Grenzanlagen, die Wachtürme, die Kolonnenwege, das Grenzlandmuseum, Schifflers Grund, Point Alpha, aber auch die Schicksale derjenigen, die an dieser Grenze festgenommen und verletzt bzw. gar zu Tode kamen. Das ist ebenfalls eine Sache, an die wir hier erinnern müssen. Und, verehrte Damen und Herren, zu dieser Erinnerungskultur gehört aber auch der Hinweis, dass ich heute hier und hier im Parlament, auch hier in Hessen, die Linke eine Partei, mit der Linken eine Partei befindet, die, als sie noch SED hieß, für ein Unrechtsregime und für den Schießbefehl auf Flüchtlinge verantwortlich zeichnete. Herr Felstehausen, darüber müssen Sie sich mal Gedanken machen. Die Kontinuität ist belegt durch eigene Erklärung, und die Übernahme des SED-Parteivermögens mit einer Parteizentrale Karl-Liebknecht-Haus in Berlin, ja? Welche Sitz der KPD zunächst war, dann ist es die SED gewesen und heute sind Sie es. Sie beherbergen, Sie haben dort sozusagen Quartier bezogen. Sich heute als selbst erklärte Demokraten hier im Parlament zur moralischen Instanz zu erheben, da haben Sie überhaupt keinen Grund zu. Ja? Dazu sollten Sie zunächst Ihre eigene Parteigeschichte und die Rolle in der DDR ernsthaft aufarbeiten. Hierzu gehört dann auch die vielen Einzelschicksale, die Sie mit auf dem Gewissen haben. Zu einem dieser Einzelschicksale, und da komme ich jetzt zu dem Buch, besitze ich eine ganz persönliche Beziehung. Das ist das Buch von dem Dr. Linz, der selbst eindrucksvoll die Folgen seines Fluchtversuchs und das Drangsal und die Erniedrigung beschrieben hat, die er also mit Originaldokumenten hier in diesem Buch belegt. Das ist eine Leseempfehlung. Und der Titel lautet Die Akte W.L. Ein deutsch-deutsches Schicksal oder wie Ideologie zum Verbrechen werden kann. Und das ist genau das Verbrechen, an dem Sie beteiligt waren. Verehrte Damen und Herren, das Grüne Band Hessen leistet keinen Beitrag zu einer angemessenen Erinnerungskultur. Es entsteht vielmehr erneut eine Grenze, nämlich diesmal eine grüne Grenze, die den Menschen jetzt mittels Naturschutzrecht fernhält. Ihr grünes Band wird bewirken, dass Gras über die Gräuel der Vergangenheit wachsen werden. Ja. Und es ist wieder dieses schuldgeprägte Menschenbild, was ich heute Morgen schon einmal beschrieben habe, wo es darum geht, dass man den Menschen sozusagen aus der Natur fernhält. Der darf da nicht mehr sozusagen die Kulturlandschaft bewirtschaften, das Ackerland bewirtschaften, sondern der soll quasi da raus und ferngehalten werden. Der wird immer weiter zurückgedrängt. Und das ist sozusagen der eiserne Vorhang. Aber dieser eiserne Vorhang, den müssen wir sozusagen vor Ort aus den Köpfen bringen, in den Gemeinden, die davon betroffen sind. Und da müssen sich die Bürger sozusagen gegenseitig am Ende besuchen. Und nur so können wir diesen Widerspruch auflösen. Ne? Die würdige Erinnerung an die Gräuel ist als gesamtstaatliche Aufgabe natürlich zu betrachten. Und die muss natürlich auch permanent aufrechterhalten werden. Denn das ist ein Ding, wo wir uns noch lange drum kümmern müssen. Das sind viele Traumata. Auch dieser Dr. Linz, der hat praktisch Jahrzehnte gebraucht, um dieses Traumata, was er 67 bis 69 in der Gefangenschaft in der DDR erlebt hat, am Ende sozusagen zu Buch zu bringen. Das hat er seit. Kollege Schenk, Sie müssen trotzdem zum Schluss kommen. Schluss. Ich bin schon bei. Ja, dann kommen Sie auch zum Schluss. Ich wollte das nur noch einmal in Erinnerung rufen. Also wir wollen hier nicht das grüne Band bejubeln, sondern wir wollen vor allen Dingen eine Erinnerungskultur aufrechterhalten. Und diese Erinnerungskultur, die ist eigentlich eine schreckliche Erinnerungskultur, aber da muss man halt sozusagen zu stehen. Ja, und das machen Sie mit Ihrem Gesetz hier nicht. Gucken Sie sich mal an, 500 Seiten.
Kollege Schenk, Kollege Schenk, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Das ist hier drin. Frau Ministerin, bitte sehr. Vielleicht dient es zur Klarstellung eines Sachverhaltes, wenn ich jetzt hier noch einmal das Wort ergreife. Frau Knell, ja, schauen wir mal, genau. Frau Knell hat, deswegen habe ich den Zwischenruf vorhin auch gemacht, etwas behauptet, was so nicht stimmt, nämlich, dass die Waldbesitzenden als Flächeneigentümer nicht informiert waren. Alle Waldbesitzer, die Flächeneigentümer sind, haben einen Brief erhalten, wo informiert wurde über das Gesetz und auch informiert wurde, dass Dialogveranstaltungen stattfinden. In jedem Kreis hat eine Dialogveranstaltung stattgefunden, wo auch die Waldbesitzer eingeladen waren, in dem Fall über den jeweiligen Kreisverband der Waldbesitzer. So, und deswegen will ich das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Sie waren alle eingeladen. Sie haben schriftlich Informationen im Vorfeld erhalten, weil uns ja gerade wichtig war, dass im Vorfeld eine Einbindung stattfindet, genauso wie im Bereich der Landwirtschaft. Und natürlich, das habe ich gesagt, hat der Staatssekretär persönlich mit der Landrätin und den Landräten und jedem einzelnen Bürgermeister in dem gesamten Bereich des Grünen Bandes ein persönliches Gespräch geführt. Gleich, ja, er hat aber zusätzlich auch dort Gespräche geführt, weil auch die Kommunen teilweise Flächeneigentümer sind. Auch da gibt es entsprechende Ausweisungen. So, und das will ich an dieser Stelle sagen, dass die Einbindung bereits frühzeitig Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres begonnen hat. Wir sind da auch noch nicht am Ende. Wir werden weitere Dialogveranstaltungen machen und natürlich auch weiter mit den Flächenbesitzern sprechen. Ich will aber eindrücklich zurückweisen, ja, und diese Behauptung sozusagen entgegentreten, dass mit den Leuten nicht gesprochen wurde oder dass sie keine Informationen hatten, weil das ist nachweislich falsch. Vielen Dank, Frau Ministerin.